schön, dass du mitmachst. Ja, ja, vielen Dank für die Einladung. Sag mal, man kennt dich aus... Kommt auf das Alter des Zuschauers an. Ich bin glücklicherweise in der Position, dass ich ganz viele Sachen im Fernsehen spielen darf oder im Kino spielen darf. Also ich bin seit 15 Jahren eigentlich im Film und Fernsehen stetig unterwegs. Und als Autor tätig natürlich. Ganz bekannt geworden als... Stromberg, glaube ich, ist das Bekannteste. Klingt sehr viel beschäftigt und nach Stress. Naja, Stress wird es immer nur dann, wenn es keinen Spaß macht. Ich bin einfach jemanden, der, glaube ich, dem sein Kopf immer auf Hochtouren läuft und sich in Gelassenheit eher üben muss. Also ich bin eher einer, der üben muss, ruhig zu sein, der üben muss, gelassen zu sein, einfach mal loszulassen. Das ist eigentlich meine Hauptübung, weil ich schon jemand bin, der schon gerne auf 180 läuft und wo der Kopf schon echt so eine ziemliche Denkmaschine ist. Und versinkst du mehr im Schreiben oder mehr im Spielen? Also ich mache in dem Moment, wenn ich es mache, beides mit unglaublicher Leidenschaft. Das ist auch wichtig, weil sonst, wenn du mehrere Dinge machst, dann ist die Gefahr oft da, dass man die Dinge nicht gut genug macht. Also man muss, glaube ich, schon Experte in dem sein, was man tut. Also wenn ich Schauspieler bin, bin ich Schauspieler, wenn ich Autor bin, bin ich Autor. Dann hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. Ich bin auch nicht jemand, der diesen Schauspielerberuf so idealisiert. Ich bin nicht einer, der weder aus seinen Rollen, der da ganz schwer reinfindet, rausfindet, sich da drin verheddert oder da irgendwas draus zieht. Also wenn die Kamera, wenn es heißt Cut, dann ist auch wieder gut. Was macht dich happy? Also glücklich oder happy machen mich Momente, die überraschend kommen. Ich glaube, Glück ist immer dann da, wenn man nicht kontrolliert oder wenn man nicht mit was erwartet. Dann entsteht eine Lücke, in die sich das Glück dann pressen kann. Ich glaube nicht, dass es die Umstände sind, die einen glücklich machen, sondern ich glaube immer, dass man das selbst im Griff hat. Dass man sagt, ich kann nicht reaktiv sein und die Schuld den Umständen geben, sondern ich muss proaktiv sein und muss mich selbst ändern, um dann die Umstände zu schaffen. Aber das ist im Schluss, das ist ein Lebenswerk, oder? Also da kann man nicht erwarten, dass das von einem Tag auf den anderen geht. Also entweder man ist so und ist super happy und hat seine Familie, oder man ist halt eher selbstkritischer Natur und hat dann sich halt die Aufgabe gemacht, irgendwie so lange zu gucken, bis man sich gefunden hat. Und irgendwann kommt man vielleicht drauf, dass das, was man gerne wäre oder wie man sich gerne fühlen würde, gar nicht so weit weg ist, wie man immer angenommen hat. Vielleicht ist es schon die ganze Zeit da und man muss einfach gelassen werden. Klingt ausgeglichen. Würdest du sagen, dass du in Balance bist? Nee, überhaupt nicht. Nicht? Nee. Null. Null in Balance. Ich hätte ein Ritual für dich. Ich hätte was anzubieten. Und zwar einfach mal innehalten. Und die schenken wir dir jetzt mal ein paar Minuten für dich. Und wenn man dem anderen Ruhe schenkt, dann macht man den anderen auch wichtiger. Weil man muss mit ihm ja auch die Ruhe teilen. Man kriegt sie von ihm geschenkt. Das hat was mit Respekt zu tun, das finde ich sehr schön. Ich habe in die Wolken geguckt und da ist mir ein Bild gekommen, dass die Sorgen wie die Wolken am Himmel sind, und wenn man sich auf das dahinter konzentriert, dann hat man wieder mehr Weitblick.